Meine liebe Leute und willkommen wieder zurück zu Umsi 2. Ja, ich bin immer noch heiser. Wir fahren heute doch mal die Buslinie zurück, nicht die Straßenbahnlinie. Weil es irgendwie vorhin nicht geklappt hat und ich jetzt keinen Bock mehr hatte, das nochmal zu probieren und nochmal, weil ich habe schon zwei, drei Mal probiert. Na, ist ja auch egal. Wir fahren mal mit den Setra S317 UL. Habe ich mir gedownloadet und hatte ich mal Lust drauf irgendwie. Ich glaube, den bin ich noch nie in der Folge gefahren. Das heißt, es ist quasi eine Weltpremiere für euch. Wir fahren die einzige Linie 301 und der Bus ist schon recht gut gefüllt. Der gefällt mir besser als der 319er vom Cockpit, vom Lenkrad und alles. Also irgendwie finde ich den sympathischer. Ja, wir haben natürlich einen Schaltbus. Ibis habe ich keine Ahnung und alles, die Kasse, wie das überhaupt läuft, weil einen Knopf kann ich nicht drücken hier. Keine Ahnung. Naja. Da ist der Bus an sich. Ist halt irgendwie ein Überlandbus, ne? Aber ist halt auch eigentlich reisebustauglich. Das ist ein Reisebus-Überlandbus. Weil die Front ist ja typisch Reisebus-bussisch, so hoch und so. Ne? Ist halt ein Hochflurer. Also ist letzten Endes ein besserer Reisebus. Ich hoffe, lautstärkentechnisch passt das. Technisch. Dann setzen wir uns mal ordentlich hin. Uiuiui. Wollte nicht direkt absaufen. Muss erstmal wieder reinkommen, wie man mit dem Bus fährt. Ui. Was macht der denn da? Der war doch eben noch nicht da. Oh, das fährt ja, das ist ja unglaublich. Das ist die einzige Map von Kevin, die ich kenne, die flüssig läuft. Oder von dem Entwicklerteam da. Ich weiß ja nicht, ob nur Kevin die gebaut hat oder wer auch immer. Morgen. Hallo. Beziehungsweise wir haben Mittag. Eieie, warte. Wir haben es gleich mit den Anfahren, keine Sorge. Und wir haben natürlich keine Ansagen, weil ich das hier bisher nicht zum Laufen bekommen habe. Das Blind sieht übrigens stark nach Palma aus irgendwie. Hallo. Morgen. Nein, immer noch. Mittag. Hallo. Hallo. Ey, es wird ja immer schlimmer, mein Anfang statt besser. Eieiei. Entschuldigung, liebe Leute. Boah,
Das ist ja unglaublich. Da seinen Führerschein. Ein bisschen früh geschaltet. Dafür, dass wir im Berg hochgefahren sind. Der hört sich aber schon irgendwie ähnlich an wie der Travego. Ich meine, die Reisebusse so an sich, die hören sich ja alle relativ ähnlich an, so. Weil die sind ja schon relativ gut gedämpft vom Lärm. Ist ja auch logisch. Können ja nicht so laut wie Linienbusse sein, da könnte ja keiner drin sich wohlfühlen für lange Fahrten. Wisst ihr, was ich meine? Man hat auch ganz andere Möglichkeiten, weil das ja ein Hochflur ist generell. Man kann den viel besser einarbeiten, den Motor. Man hat mehr Platz, so gesehen. Ist auch mehr Platz für Dämmung. Wobei Kässbohrer und Mercedes ja schon ähnlich sind, so. Kässbohrer hat ja auch das Cockpit von dem Mercedes, also zumindest das Lenkrad, ich weiß gar nicht, aber sonst ist es ähnlich, glaube ich auch. Am dritten Gang lässt sich ganz nett hier hochfahren eigentlich. Ich muss mal ganz kurz husten. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich muss mir mal ganz kurz einen Halsbonbon holen, sofort. Bin ich wieder da. Du musst ja mit nach an. Auf der anderen Seite ist es ja nass. Huch. Man nochmal 100 Dosen her mit den Bonbons. Oh. Alter, warte mal. Wie habe ich das vorhin gemacht am Anfang? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Wie bin ich am Anfang mit dem Bus vernünftig angefahren? Warte. Es wird immer schlimmer. Ich weiß, ihr hasst mich gerade dafür. Aha. Sieht schon sauber aus. Ah, der ist relativ easy zu schalten. Es gibt da schwerere. Zum Beispiel den Sprinter, den kriegt man nicht gut geschalten. Und wenn den Dreher mal raus hat bei dem Bus, dann lübt das. Huch, bin ich da aufgefahren? Hallo. Hallo. Es will gar keiner raus, oder? Doch. Warte mal. Habe ich eine Haltestellenlampe?
Ich habe gar keine Haltestellenlampe. Ja, hoch. Reisebus. Reiselinienbus quasi. Der Reiselinienbus. So, das wird jetzt schön hier hochzufahren. Oh. Huch! Oh lol, das war dämlich. Gang rein und Kupplung loslassen, das ist intelligent. Neuer Versuch. Boah. Boah. Ich bin echt lange kein Schaltbus mehr gefahren. Ich glaube, man merkt das extrem. Aber es ist eigentlich mal wieder ganz nett, mit dem Schaltbus mal wieder. Für Überland geht das ja auch, aber für Stadt ist es halt nervig, immer zu schalten. Meistens komme ich gar nicht bis im vierten Gang. Jetzt bin ich im vierten Gang, aber das lohnt sich gar nicht. Weil ich gleich wahrscheinlich hier wieder halten muss hier. Huch. Huch. Jetzt bin ich durch die durchgefahren. Aber die Türen brauchen eine Stunde, das Ätzen, ne? Das ist wenig echt. Bei unserem Reisebus hat die Tür auch eine Stunde gebraucht. Das war eigentlich die gleiche Tür, die hatte genau das gleiche System, auch mit der gleichen Stange im Prinzip. Ja, man sieht schon, die sind schon ähnlich. Mercedes und Casper. Ja, die Stange war auch da beim Travego. Nee, Tourismo. Nee, Tourismo. Wir hatten Tourismo. Glaube ich. Doch, klar. Wir hatten nicht den billigen, wir hatten den guten, den Turismo. Melde hier rein. Guten Tag. Ja, ja, die fahren hier eine KI. Den Bus, den wir in der letzten Folge gefahren, die fahren hier als KI. Ja, Leute, wie ist der da um die Kurve gefahren? Hier wächst ein bisschen Gras über die Straße. Ich weiß nicht, ob hier jemand aussteigen wollte, müssen die mir Bescheid sagen. Normalerweise hätte ich halten müssen. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich finde die Linie, die ist jetzt nicht wunderhübsch, aber die ist schön zum Fahren. Guten Tag. Hallo. So, können wir mal den Motor abstellen, das dauert ja jetzt bestimmt. Oder auch nicht. Toll. Wir fährt ja nicht mal eine Bahn durch.
Na? Was ist denn jetzt los? Achso, ich habe noch die Bremse drin. Eieiei. Das war ganz ruppig. Das war von der ganz harten Sorte gerade. Oh, ich sollte auch mal die Kupplung loslassen. Oh Mann, ich denke gerade echt nicht mit beim Fahren. Absolut nicht. Hier schalte ich nicht hoch, das wäre der Tod. Ah! Hier geht das Siebes an, jetzt habe ich es verstanden, ich sehe es gerade. Jetzt eigentlich auch zu spät. Hallo, hallo. Muss man das verstehen? Ah, das Rote. War es richtig? Ja. Nächste Halte. Ach, scheiße. Nächste Haltestelle. Krautal Bahnhof. Bitte nutzen Sie alle... Nächste Haltestelle. Schottgutabzweig. Bitte nutzen Sie alle freien Sitzplätze. Und lassen Sie mit Menschen, die nicht gut stehen können, auf ihrem Sitzplatz sitzen. Wir danken für Ihr Verständnis. Das war richtig eklig angefahren. Wird immer schlimmer. Bergauf ist aber auch immer schwul. Ist doch richtig. Okay, man muss noch mal manuell machen. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle. Krautal Bahnhof. Achso, ich bin jetzt erst im Schottgut. Und lassen Sie mit Menschen, die nicht gut stehen können, auf ihren Sitzplatz sitzen. Wir danken. Nächste Halt. Jetzt komme ich nicht mehr klar. Nächste Haltestelle. Bahnhof Schottgut. Bitte nutzen Sie alle freien Sitzplätze. Und lassen Sie mit Menschen, die nicht gut stehen können, auf ihren Sitzplatz sitzen. Wir danken für Ihr Verständnis. Ich sollte auch mal die Bremse loslassen. Hohoho. Es wird immer schlimmer. Blödes Bergauf. Hä? Was ist jetzt? Hallo. Irgendwie bin ich jetzt echt zu doof, gerade den Bus zu fahren.
Ernst, der jetzt hier. War ich euch zu schnell? Ich hätte den dritten Gang noch drinnen behalten sollen. Im vierten kommt er nicht hoch. Jetzt mittlerweile wieder mit dem zweiten. Also Busfahren in Bergen wäre nichts für mich. Gut, wobei die normalerweise Automatikbusse haben sollten. Aber das wäre mir trotzdem zu stressig, ehrlich gesagt. Da sind wir heute der Michael Schumacher, ja? Yes, Sir. Ich komme mal hinten ein bisschen auf dem Gras, aber das macht ja nichts. Nicht schlimm. Muss mich muten. Eine Sekunde, jetzt will ich mal anständig anfangen. Wie habe ich das am Anfang gemacht? Ich bin doch blöd, ey. Nächste Haltestelle. Krauttal Bahnhof. Bitte nutzen Sie alle freien Sitzplätze. Und... Nächste Haltestelle, Aristraße. Bitte nutzen Sie alle freien Sitzplätze. Und lassen Sie mit Menschen, die nicht gut stehen können, auf ihren Sitzplatz sitzen. Wir danken für Ihr Verständnis. Die Route ist jetzt die richtige. Steht hier nicht. Toll. Wie habe ich das am Anfang gemacht? Sekunde. Ja, so ist besser. Ich werde nicht schalten. Zur Not fahre ich langsamer. Oh, wir sind sehr hoch, man sieht nichts. Ja, fahren Sie mal vernünftig hier. Schumacher, ja? Fahren Sie mal vernünftig hier. Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Kann sich aber anstellen, oder? Ja, fahren Sie mal vernünftig hier. Oh, Leute. Schlecht, sagen Sie mal. Das gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Meine Damen und Herren, wir haben es hinter uns gebracht. Und kann ich noch parken jetzt? Überlege gerade. Man kann eigentlich nirgends parken.
Na, hier sowieso nicht. Aber die Straße ist cool gemacht hier. Nächste Haltestelle, Zillerberg. Bitte nutzen Sie alle freien Sitzplätze. Und lassen Sie mit Menschen, die nicht gut stehen können, auf Ihren Sitzplatz sitzen. Wir danken für Ihr Verständnis. Egal, Türen brauchen wir nicht. Achso, wir haben ja noch Licht an, stimmt. Ich hoffe, der Bus passt dran vorbei, sollte aber gehen. Noch näher hätte ich nicht ranfahren können, weil hier die Frau läuft. Nein, das müsste gehen. Gut, meine Damen und Herren, schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Folge trotz der Schaltkreise, was? Nein, trotz des Umbrings beim Schalten gefallen hat. Tschüss und we see us at the next time. Auf Wiedersehen. Sekunde. Wow. Und ich denke mal, da kommt eine Barren. Eine Barren. Ich habe übrigens noch die Berliner U-Bahn, wenn die funktioniert. Die können wir mal fahren, anstatt der NF6D. Wenn das alles funktioniert. Tschüss.